Toyota plant demnächst die Einführung seines zweiten Elektroautos, der Fließhecklimousine BZ3. Das rein elektrische Modell im Format des allseits bekannten Corolla soll zunächst nur in China erhältlich sein, dem weltweit größten Automobilmarkt. Insidern zufolge sollen Produktion wie auch Verkauf noch in diesem Jahr starten. Alles, was man aktuell zum Toyota BZ3 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Toyota BZ4X und sein baugleicher Zwilling Subaru Solterra sind die ersten Modelle auf Basis der Plattform eTNGA, doch sicher nicht die letzten. Nun sind Bilder und Infos zu einer Elektrolimousine geleakt, die den Namen BZ3 bekommen soll. Bei der Entwicklung des Fahrzeugs arbeitet Toyota mit dem chinesischen Automobilkonzern BYD zusammen. Wie die drei Insider verrieten, sei die flache Limousinenform des Toyota BZ3 unter anderem durch die dünne Blade-Technologie der Chinesen machbar geworden. Ein typisches Blade-Pack ist etwa 10 cm flach. Das sind gut 5 cm weniger als bei anderen Lithium-Ionen-Packs. Die eher dick auftragenden herkömmlichen Akkus sind ein Grund dafür, dass viele bislang auf dem Markt erhältliche Elektromodelle hochbeinige SUV und Crossover sind. Das flachere Akku-Pack von BYD hingegen ermögliche neben der schnittigen Bauform auch ausreichend Platz im Innenraum des BZ3, ohne das Dach anheben zu müssen. Toyotas kleine elektrische Limousine soll in Tianjin auf der gleichen Montagelinie und Plattform wie das SUV BZ4X gebaut werden, das erste Elektromodell von Toyota. Die jährliche Produktion soll zunächst rund 30.000 Einheiten betragen. Das Werk in Tianjin wird gemeinsam von Toyota und seinem Joint-Venture-Partner FAW Group betrieben. Den Quellen zufolge soll Toyota allerdings nicht vorhaben, den BZ3 auch mit GAC-Motor zu produzieren, seinem zweiten Joint-Venture-Partner in China. Die Front teilt die Designsprache mit dem, was offensichtlich darauf hindeutet, dass dies das Design ist, an dem Toyota zumindest in den nächsten Jahren festhalten wird. Zu der riesigen Windschutzscheibe gesellen sich große Seitenfenster und eine kräftige Heckscheibe. Viel Glas bedeutet viel Licht, wodurch das Auto geräumig und hell wirkt. Wir wussten bisher ja nicht, wie der Innenraum aussehen könnte. Dank einer Erlkönig-Aufnahme können wir das bekannte Lenkrad und den vertikalen Infotainment-Bildschirm sehen. Es scheint ein digitales Kombi-Instrument zu sein, das etwas tiefer hinter dem Lenkrad platziert ist. Seine Position wurde wahrscheinlich durch das HUD und die steile Windschutzscheibe erzwungen, die weit vor dem Fahrer endet. Schon von DAZONI gehört? Der Premium-Wallbox-Hersteller bringt mit der DAZONI IQ, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DAZONI IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Toyota BZ3 ist 4,72 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,88 Meter. Mit diesen Maßen ist der BZ3 etwa so groß wie ein Tesla Model 3. Laut einer früheren regulatorischen Einreichung beim chinesischen Ministerium für Technologie und Informationstechnologie, dem MIIT, kommen die Elektromotoren und die LFP-Batterie des BZ3 ebenfalls von BYD. Demnach ist eine Version 135 kW oder 181 PS und eine mit 180 kW oder 241 PS denkbar. Weitere Varianten sind nicht ausgeschlossen. Die drei Auskunftgeber teilen Reuters auch mit, dass Toyota den BZ3 eigentlich bereits im April auf der Beijing Auto Show enthüllen wollte. Das Debüt allerdings musste verschoben werden, da die Automesse wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde. Zur Batteriekapazität und möglichen Reichweiten liegen noch keine Informationen vor. Der BZ4X auf Toyotas eTNGA-Plattform schafft mit seinem 71 Kilowattstunden fassenden Akku maximal 436 Kilometer. Eine Limousine würde mit der gleichen Batterie sicherlich noch etwas weiterkommen. Die Preise des BZ3 bleiben vorerst unbekannt, aber eine der Quellen sagte, dass die Elektrolimousine in China ab umgerechnet gut 28.500 Euro zu haben sein soll. Das wären gut 30% weniger als das Tesla Model 3, der Hauptkonkurrent in diesem Segment.
Wird aber auch mal Zeit, dass Toyota mit weiteren elektrischen Autos auf den Markt prescht. Besser spät als nie. Aber wie gefällt euch der Toyota BZ3? Wird der sich gegen seine zahlreichen Konkurrenten behaupten können? Sagt mir das doch in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.